werde den hier. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, habt ihr das gesehen? Hallo und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich habe irgendwie Lust, euch heute einfach mal durch den Tag mitzunehmen. Ich sitze gerade am Laptop und beantworte eure Kommentare. Und ich habe die Kleine gerade schlafen gelegt. Und wenn ich Glück habe, wird sie erst so um 1 wach. Wir haben 10, also so 3 Stunden schläft sie. Wenn ich das nicht sage. Wenn ich das sage, weiß ich nicht, ob sie gleich wieder wach ist. Genau, und in dieser Zeit werde ich jetzt die Fragen beantworten, die Kommentare beantworten, die es zu beantworten gibt. Ich war auch schon draußen auf der Terrasse und habe ein bisschen aufgeräumt mit der Kleinen zusammen. Eine halbe Stunde, dann hatte sie keinen Bock mehr. Sie war echt richtig müde. Und ich muss hier drinnen aufräumen und ich zeige euch gleich, wie es hier aussieht. Für mehr Real Life. Was noch? Ich muss noch irgendwas zu essen machen, ich weiß noch nicht was. Ja, ich werde jetzt erstmal die Kommentare beantworten. Und dann, ich habe, weiß ich nicht, immer wenn ich mit ihr im Bett liege und sie dann stille, dann mache ich auch meine Augen zu, damit ich mich ein bisschen ausruhen kann. Und damit sie dann denkt, okay, Mama schläft, ich muss ausschlafen. Also es hat bei meinen Jungs super funktioniert. Wenn ich die Augen zugemacht habe, haben sie auch geschlafen. Wenn ich meine Augen auf hatte, dann haben sie gedacht, sie können spielen. Egal. Und da ist mir so ein bisschen was durch den Kopf gekommen, weil ich auch unseren Tannenbaum weggemacht habe. Also die Kugeln ab und so. Wir haben Ende Januar, den 25.01. ja, und da sind mir so ein paar weiß ich nicht, Gedanken gekommen und was gerade alles hier so passiert, ne? Genau, ich werde jetzt erstmal alles hier liken und so, ne? Bis gleich. So, ich habe jetzt soweit alles gemacht. Da waren noch Sachen von Weihnachten. Es tut mir so unendlich leid. Eigentlich könnte ich das immer abends im Bett machen, wenn die Kleine dann schläft. Aber weiß ich nicht, dann gucke ich lieber Videos oder gucke auf TikTok. Ja, da habe ich abends echt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Aber eigentlich sollte ich das regelmäßig wieder machen, ne? Es gab eine Zeit, da habe ich sofort, wo das Video hochkam und Kommentare waren, habe ich sofort geantwortet oder geliked und was auch immer. Ja, und dann irgendwie wieder schweifen gelassen. So, hier sind wir jetzt fertig. Ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich muss nachher noch 3 Bestellungen machen. Und ich will, das kann ich mir schon mal öffnen, etwas Neues erstellen für den Shop, und zwar eine Einkaufsliste. Und wenn man auch unterwegs ist, also bei manchen kriegt man den Kassenbon immer gleich so. Und zum Beispiel, es kommt immer darauf an, welche Kassiererin gerade da ist. Aber bei unserem Penny zum Beispiel, da muss ich immer sagen, ich möchte den Kassenbon haben. Weil die lässt den zwar drucken, aber dann gibt sie das Geld und sagt tschüss. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich möchte den Kassenbon haben, ja, dann holt sie erstmal die ganzen Dinger, die sie da gedruckt hat, und dann guckt sie erstmal alles nach. Also das ist nicht gut, ne? Ja. Genau, und es gibt ja auch viele Sachen, so wenn man irgendwo beim Kiosk ist oder so, dann kriegt man halt eben keinen Kassenbon, und dass man sich das dann gleich notiert, was man ausgegeben hat. Also für diejenigen, die budgetieren, ne? Genau. Das lasse ich mir gleich offen. Ich glaube, ich muss auch gleich wieder anschließen. Och, 2 Stunden noch. Alles gut.
Genau, das lasse ich mir jetzt offen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie es hier aussieht. Und dann... Oh Gott, was wollte ich denn noch machen? Ich wollte hier ein bisschen sauber machen, aber ich hatte noch irgendwas... Ach, ich wollte euch was zeigen. Oh Gott, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich zeige euch mal, wie die Terrasse jetzt aussieht. So, und zwar muss das hier alles noch aufgeräumt werden. Wir haben die Kinder, also der Kleine hatte im Kindergarten diese Bügelperlen gemacht und wollte das zu Hause auch. Und ich bin der Meinung, wir hatten welche. Habe ich euch im Haul schon gesagt, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir Bügelperlen gemacht und eigentlich wollte der Kleine das machen. Aber der Papa hatte das denn gemacht und diese zu bügeln. Also entweder bin ich zu doof dazu oder diese Bügelperlen lassen sich nicht richtig bügeln. Und ihr seht hier, ist schmutzig. Das muss noch sauber gemacht werden. Genau, und das muss alles weg. Hier haben wir schon ausgesät. Diese komischen Dinger, diese Torfdinger, die ich gekauft habe, diese teuren, die sind, also, weiß ich auch nicht, was dieses Jahr los ist, aber das hat 2 Tage gedauert, bis da mal Erde kam. Naja, so, auf jeden Fall zeige ich euch das mal. Hier, das ist alles vom Tannenbaum, was noch übrig geblieben ist. Das habe ich hier vor die Tür gestellt, damit ich das gleich reinholen kann. Und so, ich zeige euch das mal von unten, weil da ist ja die Schule. Sieht das aus. Also wartet mal. Vielleicht kann ich euch ein bisschen höher nehmen, denn seht ihr das vielleicht besser? Dieser Tisch ist ja kaputt gegangen, diese 2 Platten. Und die 2 Platten versuche ich abzunehmen und gucken, ob ich diese Beine da noch richtig fest bekomme. Also der Garten sieht wirklich katastrophal aus, ne? Also richtig katastrophal. Der Blumentopf ist kaputt gegangen. Hier vom Wind ist das alles zerstreut worden. Die ganzen Sachen, die waren alle in einer Tüte drinne, also in einem Riesensack. Und die sind alle rausgeweht worden. Das habe ich jetzt noch nicht sauber gemacht, weil die Kleine keine Lust hatte. Ich habe das nur schnell zusammengefegt, den Tisch hier ordentlich gemacht. Das ist übrigens unser neuer Gartentisch, weil der ja kaputt gegangen ist. Und der ist so, so toll nett. Am liebsten hätte ich den hier drinne gelassen, weil der richtig toll ist. Naja, und hier liegen noch so ein paar Sachen, die noch weg müssen. Aber ist, also wenn ich rausgucke, dann sehe ich auf jeden Fall, dass diese Ecke schon mal sauber ist. Und diese Ecke mache ich dann nachher noch, wenn der Große da ist, dass er die Kartons einmal schnell rüber auf die andere Seite bringt und dass das dann auch weg ist. Und das schmeiße ich noch schnell weg. Und da sind diese ganzen Lego-Sachen drin. Fragt mich nicht, warum, wieso, weshalb, aber da sind Lego, die ganze Dings ist voll und da im Pool ist Lego und deswegen habe ich ja diese Netze gekauft, um das zu waschen. Normalerweise wollte ich das alles wegschmeißen. Der Papa hat Nein gesagt, er wäscht das, ja, und seit dem Sommer liegt das da. Naja, so, ne? Das da hinten ist auch kaputt gegangen, das muss auch weg und das ist unser Gewächshaus. Das ist jedes Mal mit dieser Folie geht das kaputt und ich lasse das jetzt einfach so. Das Dach ist noch super und mal gucken, was ich an den Seiten mache oder ich lasse es einfach so, dass da die Tomaten unterkommen und die Gurken, dass die halt eben nicht so nass werden. Ja, auf jeden Fall, das ist die Terrasse, wirklich katastrophal, wie so ein messy Haushalt sieht das hier aus. Achso, hier ist noch die Plane von dem oder diese Vorhänge von dem Zelt, was kaputt gegangen ist. Das wollte ich aufbewahren, weil ich mir eins aus Holz selber bauen wollte. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Naja, auf jeden Fall muss das hier erstmal sauber gemacht werden. Und da liegt Püppi. Da liegen Feuchttücher. Und das ist der Tisch. Furchtbar, ne? Also, ich habe das Gefühl, das sieht nur bei uns so katastrophal aus. Das sind alles Sachen... Nee, nicht alles, das nicht. Aber der Rest sonst ist für den Shop, das muss ich noch einstellen. Das zeige ich euch gleich. Da ist Wäsche, also die Spucktücher von Maria. Genau. Und habt ihr eine Windel gesehen? Die habe ich noch nicht weggeräumt. Ach Gott. So. Und das ist unser Wohnzimmer. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Wenn man ins Wohnzimmer reinkommt, vielleicht versteht ihr mich dann, warum das hier immer so aussieht, wie es aussieht. So, das ist unser Wohnzimmer. Zu fünft. Also nicht jeden Tag zu fünft, aber meistens zu fünft. Ja, diesen kleinen Bereich hier,
Den können wir nutzen. Denn hier steht das Zelt. Dahinter ist gleich das Sofa. Na, ihr seht, da ist kein Platz. Wir drehen uns um. Und hier ist der Esstisch. So, mehr haben wir nicht. Yay. So, jetzt versteht ihr vielleicht, warum das immer so aussieht, wie es hier aussieht. Weil einfach kein Platz ist. Wir haben viel zu viel Spielzeug hier drin. Also, das Zelt ist viel zu groß. Ihr Wagen, der kann auch langsam weg, weil sie will ja schon laufen. Dann braucht sie diesen Wagen da auch nicht mehr, wenn sie dann läuft. Ja, ne? So sieht's aus. Und deswegen sieht's hier immer so aus. Weil einfach kein Platz ist. Zu fünft ist das katastrophal. Das ist die Küche. Herzlichen Glückwunsch. Das muss auch noch sauber gemacht werden. Ich glaube, wir fangen mal an. Nur wisst ihr, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Weil räume ich das vom Tisch weg, ist das in der Küche und dann muss ich die Küche aufräumen. Ich habe keine Lust, aber wir fangen mal an, ne? So, jetzt ist die Kleine natürlich wieder wach. Ich habe es ja gesagt, ich darf es nicht sagen, sie hat eine halbe Stunde geschlafen. Yay, nicht mal eine halbe Stunde. Nee, keine halbe Stunde hast du geschlafen. Ja. Sie sitzt in ihrem Zelt. Das ist meine Arbeit umsonst. Ich hätte das gleich in die Garage bringen können. Die Plane ist wieder aufgegangen. Naja, egal, mache ich nachher. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich bestellt habe für einen Shop, was noch nicht drin ist. Aber ich habe es für Maria schon mal gemacht. Kann ich euch zeigen. Und zwar haben wir den auch schon... Ja! Deins! Haben wir das natürlich auch schon benutzt. Und ausgelaufen ist auch schon was. Das heißt, ich muss ihn waschen. Also ihr bekommt das nicht so schmutzig. Ne? Und zwar ein Rucksack. Wir haben den Koala für sie genommen. Und hier seht ihr, dass da was ausgelaufen ist, dass das Trinken irgendwie läuft die Flasche mal aus. Und hier steht ihr Name. Genau, das ist ihr Rucksack. Den könnt ihr bei mir bestellen. In rosa habe ich ihn leider nicht mehr, aber wenn ihr möchtet, kann ich den auch in rosa bestellen. Ich habe ein paar Motive. Kann ich euch das zeigen? Ich glaube, ja. Wo habe ich die? Wo habe ich die? Die habe ich zusammengerollt, aber ich kann sie euch zeigen. Die habe ich noch da. Wenn ihr auch den Koala möchtet, dann kann ich das natürlich noch bestellen. Aber das sind jetzt die Motive, die ich da habe. Ich finde das Schweinchen auch so mega, mega süß. Der Panda, der Fuchs, das Reh fand ich auch so süß, die Katze. Die Biene, das hier finde ich auch mega süß. Und hier habe ich noch so ein Reh mit dem dabei. Also das sind jetzt erstmal die Sachen, die ich habe. Die werde ich in den Shop anstellen, beziehungsweise auch in meinen WhatsApp-Katalog. Und da kriegt ihr die Sachen günstiger. Weil im Shop, bei Etsy muss ich richtig viele Gebühren bezahlen.
Und wenn ihr das natürlich über WhatsApp bestellt, dann natürlich nicht. Ne? Habe ich keine Gebühren, die ich bezahlen muss. Ihr kriegt natürlich auch eine Rechnung. Ne? Keine Angst. Wer eine Rechnung braucht, kriegt eine Rechnung. So. Ist ja alles legal hier. So, das ist mein privates. Das sind die Taschen. Das ist privat. Unser Vogelhäuschen. So. Und dann, die Chips sind auch privat. So, diese Tasche habe ich einmal in Natur. Na, also die hat hier so ein Druckverschluss und dann könnt ihr die auf und zu machen mit einem Band. Genau. Und so sieht sie von innen aus. Kann man wieder zumachen. Zack. Druckverschluss zu. Und hier habt ihr dann den Namen. Und hier habt ihr das Motiv, was ihr haben möchtet. Das habe ich, glaube ich, 5-mal bestellt. Die Natur 2, 3, 4 und 5. Genau, 5-mal. Ne, 6 habe ich. Ne, 5. 5 habe ich die. Und in dieser Farbe finde ich auch mega, mega hübsch. Ne? Hätte ich auch gerne für Maria gehabt, aber die Mehrheit war für Rosa. Und Rosa habe ich nur einmal bestellt, weil ich jetzt nicht wusste, wie sieht dieses Rosa aus. Aber diese Farbe, das ist Türkis. So ein dunkles Türkis, richtig, richtig hübsch. Finde ich auch richtig hübsch. Das habe ich auch nur 2-mal. Aber wie gesagt, ich kann das alles noch nachbestellen. Das ist der Blick. Das ist auch noch privat. So. Und dann habe ich ganz viele T-Shirts bestellt. Also ich habe das T-Shirt immer noch nicht eingestellt. Werde ich aber heute machen. Und dann könnt ihr auch die T-Shirts bestellen. Ich habe bis 3XL. Aber ich habe bis 3XL bestellt. Genau, 3XL. Ne? Also schwarze T-Shirts in 3XL. Könnt ihr auch bei mir bestellen. Genau. Kommt alles in den WhatsApp-Katalog und bei Etsy rein. Aber wie gesagt, bei Etsy ist alles ein bisschen teurer als im Katalog. Ne? So, dann habe ich Taschen bestellt. Ich wollte einfach mal gucken, wie die sind. Und da könnt ihr auch den Namen drauf haben. Oder irgendeinen Spruch, was ihr gerne hättet. Das ist einfach so eine kleine Tasche. Die könnt ihr von innen auch sauber machen. Die hat diese Beschichtung drauf. Genau. Die habe ich in Türkis, in Dunkelblau und in so ein Pink. Ja, genau. Und dann habe ich noch eine Tasche bestellt, aber nur eine, weil ich erstmal gucken wollte, was mache ich da drauf, wie sieht die aus. Das ist so eine Stofftasche mit einem goldenen Verschluss. Und die ist echt groß. Also da passt viel rein. Ja, finde ich auch mega hübsch. Und da könnt ihr euch dann auch aussuchen, was ihr drauf haben wollt. Aber wie gesagt, ich muss das erstmal testen und dann kommt es in den Shop. Aber die T-Shirts kommen auf jeden Fall heute in den Shop. Und die Taschen, ihr wisst ja Bescheid. Ihr könnt gerne bei WhatsApp schreiben, wenn ihr eine haben möchtet. Mit welchem Motiv. Ihr könnt euch auch, ja, ich habe keinen DTF-Drucker, ich müsste das bestellen. Aber wenn das ein süßes Motiv ist, was ihr gerne haben möchtet und was ich damit in den Shop einstellen kann, dann werde ich das drucken lassen. Genau. Weil ansonsten sind die Kosten einfach viel zu hoch, wenn ich nur ein Motiv drucken lasse. Ne? Ich kann es ja leider nicht selbst. Da war der Speicher voll. Hätte ich das Geld, dann hätte ich mir so einen Drucker gekauft, aber der kostet ein paar tausend Euro. Und das habe ich nicht. Und den Platz müsste ich auch erstmal machen. Wir haben zwar einen riesen Keller, aber das sammelt sich halt eben so viel an, ne? So, auf jeden Fall, das sind die Produkte, die ich euch zeigen wollte. Wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt mir gerne. Oder halt im Etsy-Shop. Ich zeig euch den nochmal. Der sieht so schön aus. Na, der Koala. Und Maria. Ja, ich finde die richtig, richtig schön.
Den packen wir gleich wieder weg. Und den packen wir auch wieder weg, damit das nicht kaputt geht. Die Rechnung. Ja. Kommt auch wieder da rein. Okay. So, Wohnzimmer habe ich soweit jetzt fertig. Mäuschen ist ja wieder wach. Hast ja keine Lust zu schlafen, ne? Sie lacht nur. Ja, nur am Lachen, das Mäuschen. So schön. So, ich werde mich jetzt an den Laptop machen, damit ich diesen Einkaufsblock da machen, erstellen kann. Also möchte ich ja selber erstellen und drucken. So, ist ausgegangen jetzt hier. Hallo? Noch nicht. Ja. Und dann hatte ich ja ein Thema angesprochen mit den Tannenbaum, ne? Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Alle reden über Umwelt und wir müssen alle drauf achten und bla 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 bla. Ist ja auch alles schön und gut. Ich bin jetzt nicht dagegen. Überhaupt nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so extrem. Also Müll trennen hat ja in den letzten Jahren nicht so super geklappt. Aber jetzt funktioniert das super mit meinem Mini-Mülleimer. Funktioniert richtig gut. Also ich krieg's hin, die Kinder kriegen es noch nicht hin und der Mann auch noch nicht. Aber ich. Ja, und mit Plastik, weiß ich nicht, wenn man das einfach in den Mülleimer schmeißt, ne, dann kann man es doch wieder recyceln. Ja? Alles gut da hinten? Und dann was hier? Und Papier, wisst ihr, woraus Papier gemacht wird? Und alles wird nur noch aus Papier gemacht. Und das sind Bäume. Und dafür müssen Bäume gefällt werden, wieder angepflanzt werden. Aber wir brauchen ja Bäume wegen CO2. Und also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Und wenn man Plastik einfach ganz normal wegschmeißt in den Mülleimer, wenn auf den Straßen öffentlicher Bereich auch mal Mülleimer wären, wäre das, glaube ich, kein Problem. Und wenn die auch mal leer gemacht werden, dann ist doch alles gut. Also, wenn wir spazieren gehen und wir brauchen einen Mülleimer, ich weiß nicht, wir müssen Kilometer latschen, bis der mal Mülleimer da ist. Nur dazu. Also, das Thema könnte noch unendlich lang gehen. Aber das ist mal so mein Gedanke. Wir brauchen einfach mehr Mülleimer auf den Straßen. Weil, ich weiß nicht, geht mal bei euch lang. Vielleicht gibt es bei euch ganz viele Mülleimer, bei uns nicht. Also da musst du wirklich, weiß ich nicht, laufen, bis du irgendwann mal einen Mülleimer findest. Und mit den Bäumen. Also, ich meine, es gibt ja noch sehr, sehr viele, die sich einen echten Tannenbaum holen. Spricht ja nichts dagegen, ne? Kann ja jeder machen, wie er möchte. Wir schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben einen künstlichen Tannenbaum, den ich gekauft habe und 2 Tage später war er kaputt. Aber den kleinen Tannenbaum, den hatten wir wirklich sehr lange. Wie lange wohnen wir jetzt? 6 Jahre? Also 5 Jahre hatten wir den jetzt. Genau, und der hat mich 1,99 € gekostet damals. Jetzt haben die Kinder den oben für sich und ja, hier unten passt ja einfach kein Tannenbaum rein, ne? Aber jetzt mal so. Viele kaufen sich den Tannenbaum kurz vor Weihnachten, so ein paar Tage vorher und schmücken den dann. Dann bleibt er 1-2 Wochen stehen und dann schmeißen sie den auf den Müll. Oder für Osterfeuer. So, da frage ich mich, ist das nachhaltig? Nee. Also in meinen Augen überhaupt nicht. Weil du fällst einen Baum, du hast den eine Woche in deinem Wohnzimmer stehen oder wo auch immer und dann sagst du, komm, verbrenn mal. Ist für mich nicht nachhaltig. Überhaupt nicht. Wie ich habe so überlegt, wir kaufen uns einfach eine Tanne, also wirklich mit Wurzel, so eine kleine Tanne, packen den, ich habe so eine riesen Töpfe, aber die gibt es auch bei Action, ne? Solche riesen Monster-Töpfe. Da pflanze ich den einfach ein, vielleicht
Überlebt er? Vielleicht überlebt er auch nicht. Aber wenn er überlebt, dann haben wir auf jeden Fall jedes Jahr zu Weihnachten einen Tannenbaum draußen stehen. Weil bei uns im Wohnzimmer passt ja kein Tannenbaum hin. So, das ist jetzt meine Überlegung, bevor ich mir wieder einen künstlichen Tannenbaum hole, der den kleinsten Sturm nicht übersteht und mit 40 Euro sind einfach mal weg. Da kann ich mir auch für 40 Euro eine Tanne kaufen, die dann vielleicht draußen überlebt. Also sie überlebt draußen, aber im großen Topf weiß ich nicht, ob das funktioniert oder nicht. Aber das sind so meine Gedanken, die gerade in meinem Kopf sind. Vieles, vieles läuft hier so verkehrt. Also für mich wäre das so einfach. Also in meinem Kopf ist das so einfach umzusetzen, ne? Aber für die Politiker, für die Menschen da irgendwie nicht. Und unser Müll landet, wir trennen den Müll und unser Müll landet dann in Ländern, in armen Ländern und die sortieren den Müll dann oder suchen sich da das Beste raus, womit sie noch Geld. Also ich finde das so krank, so, so krank. Ja, so, nur mal dazu. Ich könnte stundenlang über die Politik hier reden, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung. Oh, mein Herz, also würde ich jetzt Puls messen, ich glaube, der wäre auf 180. Jeder hat also seine eigene Meinung und jeder findet die Partei gut und ich finde momentan alle total, also am liebsten würde ich eine eigene Partei gründen und dann geht es dem Land aber richtig gut. Nee, weiß ich nicht. Man denkt sich wahrscheinlich immer, das ist so einfach, ne? Warum machen die nicht das, das und das? Aber wenn du dann wahrscheinlich da oben als Kanzler bist oder Minister, was weiß ich, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Aber irgendwie, also die bauen ja jeden Tag mehr Müll. Also da passiert ja nichts Positives momentan, ne? Naja. Lassen wir das Thema. Jeder hat seine Meinung. Oh Gott. So. Also, ich finde keine Partei gut. Schon mal keine von der Ampel. Und am liebsten würde ich meine eigene gründen. So. Ne? Wie seht ihr das? Weder die Grünen, die sind ja so... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich so reden darf oder nicht. Aber wenn ich könnte, dann würden hier aber Wörter fliegen, meine Lieben. So, egal. Ich habe gestern bei TikTok ein Video gesehen. Das ist nicht echt. Also das wurde entweder bearbeitet oder zusammengeschnitten. Aber das passt so zu dieser... wie heißt sie? Oh, ich vergesse diese Namen andauernd. Annalena und Ricarda. Oh, das ist auch also. So, wir lassen das Thema jetzt, bevor das Video hier gesperrt wird. Ich habe ja keine Ahnung, wie YouTube das handhabt. Ja, muss ich sehen, Mama ist also. Ja. Ne? Willst du mitreden? Ja, ne? Was machen die da? Ja, was? Ja. Genau, so sehen wir das auch alle. Fast alle. Es gibt ja noch welche, die für die Ampel sind. Aber das ist wahrscheinlich so ein kleiner Prozentsatz. So, egal, wir lassen das Thema jetzt, bevor ich hier noch irgendwelche Kommentare bekomme. So, wir erstellen jetzt einen Blog. Also ich werde den hier... Ich habe mir auf die Zunge gebissen, habt ihr das gesehen? Ich werde jetzt einen Blog erstellen. Klatschi, klatschi. Ja? Klatsche mal in die Hand. Ja! Und dann zeige ich euch den, wenn ich den fertig habe. Ja? Ja? Gut. Ich melde mich dann, wenn es bald ist. So, ich habe jetzt die Bestellung fertig. Ich habe T-Shirt eingestellt. Ich habe T-Shirts bearbeitet. Ich habe Beschreibungen bearbeitet. Ich habe ein Kissen eingestellt. Also ihr könnt gerne mal im Etsy-Shop gucken bei Kreativherz.
Bei Spar dich reich habe ich noch nicht. Und ich werde auch dieses Jahr, ich weiß noch nicht, ob ich das nächsten Monat schaffe oder immer mal wieder so ein bisschen am Tag, dass ich dann nur noch einen Shop habe, weil das ist einfacher. Kommst du rückwärts? Hä? Ja? Okay. Ich habe jetzt eine Einkaufsliste, die habe ich auch schon erstellt. Also ich habe echt heute richtig viel gemacht. Für meine Verhältnisse. Und zwar sieht die so aus. Ich weiß noch nicht, also die Ecken werden abgerundet. Das seht ihr da ja auch. Und da ist so eine Frau, die Einkaufstaschen trägt. Genau, und ich glaube, ich bin so ganz zufrieden damit. Ja. Das wird natürlich auf dickerem Papier gemacht. Also das ist jetzt normales Kopierpapier. Das ist natürlich erstmal, ne, um zu gucken, ob das alles so okay ist. Und dann wird das auf 120 Gramm, ist das, glaube ich, gedruckt. Dann ist das nicht so ganz wabbelig. Also es werden natürlich ein paar mehr Blätter werden. Wohl einfach, nee, ich finde, das fühlt sich immer so wabbelig an, ne? Ich werde das auf dickerem Papier. Aber dann wird es halt eben auch teurer, ne? Ich muss mal gucken. Maria? Ja, auf jeden Fall, das ist meine Einkaufsliste. So, das habe ich jetzt alles gemacht. Die zwei Pakete sind gekommen. Die werde ich euch jetzt auch noch abfilmen. Also fürs andere Video, was ihr schon gesehen habt. Und dann, spätestens das zwei. Dann muss ich auch meinen Kleinen abholen. Genau, und dann müssen wir heute zum Fußball. Und ich glaube, ich beende an dieser Stelle dieses Video. Ich glaube, das ging lang genug. ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.